Wollen wir die Bierdeckelchen? Hast du die schon eingesammelt? Habt ihr alle geschrieben? Schon wieder so viele. Schaffen wir wieder nicht. Wollen wir gemeinsam so ein bisschen... Ich lache mich so tot, das hatten wir nicht mal in der Silvestersendung hier. Sehr schön. Super aus. Guck mal, hier wird schon gespielt. Ach, guck mal. Kannst du mit nach Hause nehmen? Du kannst alles mit nach Hause nehmen. Vielleicht sogar Lars. Das wird sich noch entscheiden. Das heißt, das packst. Packst du im Schlafzimmer auch mal die Konfettikanone aus? Ja. Oh. Wärst du privat aus Bühnengewohnheiten? Oh mein Gott. Maximal auch mal was? Sehr laut und. Dramatisch. Das heißt, nutzt du deine schauspielerischen Fähigkeiten auch in der Diskussion zu Hause? Ich habe das nicht so gesagt. Das, was ich meine, ja, ja. Das in diesem Schauspiel. Nee, meine Frau ist da auch zu gut da drin. Deine Frau ist so die toll. Die erkennt es. Ich finde deine Frau so toll. Die ist ja klassische Sängerin, Sopranistin. Ich finde, die schwierigste Übung, die es überhaupt für einen Menschen im Leben auf der Bühne gibt, ist Sopranistin sein. Weil du ja nur immer dabei bist. Und die hat ja zu Hause auch Popmusikverbot, glaube ich, erteilt. Kann das sein? Ja, weil sie mag es einfach nicht. Du mit deiner Popmusik und so. Sie findet es prollig und doof. Jede Form von Popmusik oder so? Ja. Ach, oh ja. Also zumindest die Musik, die ich höre. Oder es wird dann immer runtergebrochen auf, es klingt wie David Bowie oder die Beatles oder die Rolling Stones. Deine Frau ist Ulrike, was würde sie hören? Die hört gar nichts. Die gar ist keine so ein bisschen Musik? Einstürze in Neubauten, Silence ist sexy. Oh, aber Einstürze in Neubauten. Nein, das hört sie nicht. Nein, ich meine nur diesen Ausspruch. Ach, ich glaube, die findet dann Stille doch am angenehmsten. Immer? Manchmal ist Stille. Als Musikerin. Das ist ja irre. Ja, finde ich auch ein bisschen irre, muss ich sagen. Bist du schon mal schlimm. Was? Schlimm. Ach, ausgebuht, entschuldige. Ausgebuht worden. Buh, buh, buh. Es hat mal einer nach einer Vorstellung nach. Der Rest ist Stille ins Black, also in die Stille nach der Vorstellung, nach 3 Stunden Hamlet gesagt, na endlich, oh, in die Ruhe. Oh nein. Ja, und da ging das Licht an und dann habe ich gesagt, wer war das? Oh. Sehr gut. Und dann hat er aber sich nicht zu erkennen gegeben, aber die hinter ihm haben alle so... Er saß in der ersten Reihe. Ja, und dann bin ich ihm hinterhergelaufen und habe ihn dann gestellt, aber er hat überhaupt nichts mehr dazu gesagt, hat sich dann aber bei der künstlerischen Leitung beschwert und ich musste dann auch hoch ins Direktionsbüro und mich erklären und wurde dann nochmal darüber aufgeklärt, dass ich natürlich auf der Bühne eine völlig andere Machtposition habe, dass ich es nicht unterschätzen darf, wenn ich da von oben jemandem Gewalt androhe oder ihn einfach so. Aber eigentlich, das Interessante war... Das wundert mich ein bisschen, da hätte ich gedacht, die stehen da ein bisschen mehr dann hinter. Hätte ich auch gehofft. Die, ehrlich aber gesagt. Das ist oft komisch, dass man so Leute wie Kinski und so toll findet, aber wenn man dann selber in die Richtung geht, dann wird man immer gleich zurückgepfiffen. Das ist genauso. Könnte Kunden kosten vielleicht. Dann. Ja, ich habe auch meinem Kollegen auf der Bühne ins Gesicht gespuckt. Ja. Ja. Und dann hat er wusste zu es mir, nicht. Dann hat er zu mir, nee, als Überraschung. Und dann hat er zu mir gesagt, wenn du es nochmal machst, brech dir den Arm. So. Und da habe ich mich total gewundert, weil ich habe ihm ja nicht privat oder in der Garderobe ins Gesicht gespuckt, sondern als Hamlet. Und wenn man so Schauspieler wie Joaquin Phoenix, den wir alle verehren, wenn man den toll findet, dann kann man sehen, die schenken sich da nichts. Die hauen sich dann halt. Aber ganz ehrlich, würden wir Theater spielen und weil du meinst... Ich würde dir ins Gesicht spielen. Ja, dann ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich nicht sogar gegangen wäre und gesagt, spiel doch meine Rolle mit, du Arschloch. Nee, wirklich, ich weiß nicht, glaube ich, hätte es auch nicht witzig gefunden. Aber ich habe da irgendwie andere... Weil Spucken finde ich schon, also finde ich, würde mich auch ekeln dann. Aber es bin doch nicht ich, der dich da anspuckt. Doch, aber deine Spucke. Nee, das ist schon eklig. Nee, da musst du, also das finde ich schon wirklich eklig. Rasierst du dir den Hintern, bevor du... ihn nackt zeigst du deinen Hintern auch, ja. Du zeigst auf der Bühne alles, ne? Ja, darf ich mal fragen, wenn ich als Zuschauer im Programm sitze und du ziehst deinen Pimmel durch so eine Maske und dann ziehst du die Maske hoch und dann spricht ja der Pimmel immer mit Shakespeare dann. Ja. In Hamlet ist das. Nee, das war im Sommernachtstraum. Im Sommernachtstraum. So, und dann spricht er, darf das Publikum mal nicht lachen? Das ist mir mal nicht ganz sicher. Oder ist das eigentlich ernst, Kunst und lacht bitte nicht? Findest du es gut, wenn die lachen? Oder? Ja, die weil es lachen immer so zäh. Also wenn ich mich, das ist unterschiedlich bei Sommernachtsraum. Wenn ich mein Pimmel durch eine Maske, ist es natürlich eine Gaudi so. Da möchte ich, dass die Leute darüber lachen. Ja. So. Nicht nur, sondern es ist auch ein bisschen das Spiel damit, das Verrückte an, ich hatte ja eine Maske. Oh, ja. Und da und durch die Öffnung des Mundes habe ich meinen Penis gesteckt, sodass die Illusion entstand, dass es die Zunge ist. Ja? Ja, und das war ja verrückt, dass die Leute drauf geguckt haben und gedacht haben, komisch, ich sehe eigentlich nur eine Maske mit einer Zunge. Ja? Ich vergesse fast, dass es der Penis des Schauspielers ist. So, und da geht es halt auch um eine Form von Verführung. Ja? Dass man, und wenn ich aber als Richard nackt auf der Bühne stehe, dann will ich nicht, dass die Leute lachen.
So, dann will ich eher, aber dann will ich, dass sie das okay finden, dass der nackt genauso aussieht wie man selber. Und ich versuche eher, den Leuten halt nicht dem nackten Arsch ins Gesicht zu springen, sondern ihnen zu, das Gefühl zu geben, in dem Moment ist es okay. Ich bin nackt und ich mache mich angreifbar, weil ich mache mich ja dadurch angreifbar. Was hassen deine Freunde an dir? Ich habe gar keine Freunde. Sehr gute Antwort. Das Lustigste war, es war nicht mal ein Witz.